Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Firefall, das kostenlose MMO-Shooter-Spiel. Und ich muss sagen, es hat mich richtig in den Bann gezogen. Ihr seht schon, ich bin hier Level 9. Ich habe das jetzt die Zeit lang öfters mal gezockt. Und jetzt will ich euch die erste Solo-Instanz zeigen, die ihr ab Level 7 bekommt. Keine Angst, ihr könnt sie bis zur nächsten Solo-Instanz weiterspielen, das ist überhaupt kein Problem. Drücken wir mal drauf. So, bei der Instanz gibt es jetzt die Möglichkeit natürlich Hardcore-Modus zu wählen, wenn man möchte. Aber da empfiehlt es sich dann eher in der Gruppe zu spielen. Und dann starten wir das Ganze einfach mal. Jetzt muss er auf eine Warteschlange warten. Statt Instanz. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Firefall. Ja, die Ladebildschirme, die dauern ab und zu ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, es kommt immer ganz drauf an. Der Gegenstand. Melding transit complete. Armor blade corrosion at 9%. Repulsors at 73%. Looks like we made it. Welcome to Blackwater. This place used to be packed with Christine harvesters. But after the Arclight crash, it's been overrun by... Well, you're gonna find out. Why would somebody come out here? All that trouble to get through the melding? Most likely treasure hunters, looking for the wreck of the Midas. A lot of people died chasing that rainbow. Alright, we're closing in on the source of the distress signal. No visuals, but I got lots of movement down there. Just a heads up, pal. If those things down there get your scent, you're gonna have your hands full. I'm going to put her down on the roof of that facility over there. The source of the signal should be close. Wie gesagt, die Übersetzung ist ja oben wieder drin. 5 seconds until touchdown. 4. 3, 2, 1. Let's go! Touchdown, go, go, go! Everybody out of the pool! Touchdown, jawohl. So, dann sind wir in der ersten Solo-Instanz. Und ihr seht schon oben, ich bin auf Level 7 runter. The signal's coming directly from that crashed dropship. Looks like two heat signatures inside. Aber keine Sorgen, eure Waffen sind da geblieben. So, wir müssen jetzt erstmal zum Schiff hier rollen, ne? Ja, die machen wir schnell kaputt, weil Munition finden wir hier genug. Get us out of here! Ja, kannst du wieder rollen. Ich hol dich schon raus, keine Panik. Imaging shows some old mining crates nearby. Maybe there's something you can use in there. Jo, wir sollen Minen holen. Gut, dann machen wir das. So. Those charges might work. Try using them on the dropship door. Mine platzieren. I can't bypass the safety delay on these charges. It's going to take 4 minutes. Dann die Basis hier verteidigen. Great. Looks like a bunch of those swamp creatures got your scent. They're converging on you. Hey, pal, it's way too hot over here. You're not paying me enough for this. Hey, is that Slingshot? Don't let him take off without you. Boss, it looks like he's leaving. Oh, machen wir doch. Keine Sorge. Come back here! Slingshot! Damn it. We're gonna die in this hellhole! I ain't dying here. If you can get that door open, I might be able to get us out of here. Keine Panik auf der Titanic. Wie gesagt, ihr seid dann Level 7 für die Mission, aber dann später nach der Mission seid ihr natürlich wieder Level 10. Level 9, Entschuldigung. Level 9 habe ich ja. Ihr seht schon, das ist kein großes Ding hier. Wenn ihr hoch seid, kein Problem. Also. Wie gesagt, ihr habt hier alles Erste Hilfe, ihr habt... Ja... Bats, Bats,
Bats, Bats. Okay, die sind schon mal ein bisschen böse. Aber auch kein großes Problem, ne? Wie gesagt, Ruhe bewahren in dem Spiel. Das ist wichtig. Keine Panik. Jetzt sind es halt 2 Minuten 30, wo wir hier die Feinde abwärmen müssen. Die Viecher hasse ich, wenn die auf einen Zug gesprungen kommen. Finde ich gar nicht nett. So, jetzt gucken wir mal. Wo sind denn die Nächsten? Hallo, wo seid ihr denn? Heads up! There's another web moving in. Wie gesagt, die haben keine Chance. Jetzt kommen nochmal bösere, glaube ich, ja. Wir sind ein bisschen böser, aber mit dem Level sehe ich da keine Probleme. So, dala. Komm ich, glaube ich, gerade von der anderen Seite, kann das sein? Komm mal durch. Fette IB-Punkte, das kann ich euch schon mal sagen, wenn ihr die Instanzen öfter spielt, dann bekommt ihr immer fette IB-Punkte. Lohnt sich schon, ab und zu mal das zu zocken. Oder ab und an mal die Instanzen zu spielen. Manchmal bekommt ihr auch Waffen, aber die bräucht ihr natürlich auch, ganz klar. Ganz wichtig. Weil die kann man dann recyceln, aber dazu später mehr. So, jetzt haben wir euch erstmal befreit und jetzt wollen wir 4 Teile suchen. This is Rivers, our third man, Barker. Well, he didn't make it. I don't mean to be rude, oil spill, but how do you plan on getting us out of here? I ran some diagnostics while we were, detained. If you can get me a couple of parts, I should be able to fix her up enough to fly us out. Where are we supposed to find these parts? Back in the day, there used to be a lot of mining activity around here on account of a couple of Christite hybrid veins. Ain't no mining happening nowadays, but those old Christite harvesters are still around. I should be able to repurpose some of that equipment for the dropship. Also, wir sollen Ersatzteile holen. Just go get those parts, and I'll have us out of here faster than you can scald a cat. 4 Stück, glaube ich, braucht er. Boss, you'll need to hurry. I'm picking up a chosen platoon right on top of us. Da gebe ich den Tipp euch einfach. Sensors are picking up a dark sleep inbound. We've got 10 minutes tops. Rivers and I gotta make some other repairs while you grab the parts. Let's get to it. Rennt einfach durch, sammelt die Sachen ein. Natürlich, wenn ihr zu zweit spielt. Great job. Just a few more. Dann ist es natürlich noch leichter. Wenn ihr euch mal zu viel werden, einfach draufballern. Obwohl, bei denen müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil die sind ein bisschen stärker wie die anderen. Leider. Aber nur wenn sie euch treffen, ist ja ganz klar.
Richtig, keine Panik, Chief. Und wenn ihr das Teil habt, dann könnt ihr leider nicht angreifen. Also, ihr verliert das Teil dann. Deswegen am besten erst angreifen, wenn ihr das Teil abgegeben habt. So. Keep it up. I need another one. Jetzt muss ich auf die andere Seite. We've stripped that harvester. You need to check another one for more parts. Wie gesagt, die Instanz, die Solo-Instanz, die dauert ja nicht so lange, deswegen kann man sie mehrfach spielen. Ja, seht ihr das? Almost there. We just need one last part. Boah, shit. Falls ihr mal sterben solltet, macht euch auch keine Panik. Spawnt ihr im Schiff. Also keine Sorge, die Instanz ist dann nicht verloren oder so, sondern einfach, ja, ihr portet dann einfach im Schiff und gut ist. Aber ich weiß nicht, wie das auf Hardcore-Modus ist, ob man da nicht sterben darf oder so. Keine Ahnung. So, jetzt mal gucken. Hier runter müssen wir und dann. Mal das letzte Teil abgeben. All right, let's get this ship running. Yes, it does. That doesn't sound good. We're dead. Hey, could you give me a hand? The forward stabilizer has caught on something. Wie gesagt, alles nur eine Gewohnheitssache. So, jetzt müssen wir die Steine kaputt machen. Just don't shoot my ship. Ups. Drei Stück, glaube ich. Ich glaube, es waren drei Stück. Ja. Damit hätten wir das schon erledigt. Ab ins Schiff. Und. Punch it, oil spill! Das war die erste Solo-Instanz. Wir haben sie erfolgreich geschafft. Das war erfolgreich, meine Freunde. Ist auch gut gelaufen, muss ich sagen. Also ziemlich schnell gelaufen. Auf jeden Fall super classy. Wie gesagt, die Instanzen sind immer gut, um EP zu machen. So, wenn ihr mal Langeweile habt und nicht wisst, was ihr machen sollt, dann geht doch einfach in eine Instanz rein. Oder sucht euch ein paar Freunde, 2, 3, 4, 5 oder so, und zockt das Ganze auf Hardcore durch. Ich weiß nicht, ob es dann mehr EP gibt, keine Ahnung, das habe ich noch nicht ausprobiert, weil, wie gesagt, bis jetzt habe ich nur Joker EP als Partner. Und mal schauen, vielleicht kommen ja wieder welche dazu oder vielleicht tun einige Zuschauer einfach mal auf das Spiel spielen. Wie gesagt, Server gibt's keinen, also gibt's nur einen, von daher bin ich leicht zu finden, würde ich sagen. So, wenn wir jetzt auf End drücken, an der linken Seite oben sehen wir das. Dann und die linke Maustaste drücken. Dann sehen wir die Einzelheiten, was wir so geschafft haben. Also, wir haben eine Waffe bekommen, eine Schrotflinte Prototyp. Weiß gar nicht, ob wir das verwenden dürfen oder so. Voraussetzung benötigt Level 6. Okay, Level 6 bin ich schon längst oben durch. Erfahrungspunkte 19.679, das ist doch schon was. Und die Christed, also das sind... Es ist die Währung, auf Deutsch gesagt, in dem Spiel, wo man Sachen einkaufen kann und die auch braucht, um Sachen zu erforschen und so weiter. Davon haben wir 162 bekommen, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, meine Freunde. Finde ich auf jeden Fall schon. Und jetzt können wir die 1, 2, 3, 4, 5 mal spielen und du kriegst jedes Mal 19.000
EP. Das heißt, damit kann man sich auch schön hochleveln. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut und bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir uns mit Ressourcen holen beschäftigen, mit dem Charakter verändern beschäftigen und so weiter, was so alles möglich ist. Dann bis zum nächsten Mal und BB und ciao.